Am Flughafen startet heute kein Flugzeug. Das kann nicht stimmen. Moment, aber es muss irgendwo ein anderes Flugzeug geben. Der hat doch eindeutig gesagt, dass es einen Flug im Moment gibt, wo der Clown anscheinend verschwinden will. Ja, aber keine Ahnung, was er damit gemeint hat. Seltsam. Was machen wir denn jetzt? Tower, für Robin bitte kommen, Tower. Robin, hier ist ein Gespräch für dich. Ich höre, was gibt's? Tower spricht hier. Wir haben nochmal alles gecheckt. Im Umkreis gibt es keinen angemeldeten Flug. Jedoch wurde in der Nähe des Waldes ein Flugzeugsignal gemeldet. Das heißt, dort befindet sich irgendein Fluggerät. Ich weiß nicht, ob es dort starten wird oder ob das vielleicht nur eine Fehlmeldung ist. Wenn du willst, kannst du dir das ja mal genauer angucken. Wo genau ist das? In der Nähe vom Wald. Es ist irgendwie ein ausrangiertes Flugzeug von der Polizei. Oh, okay. Ich danke dir für die Info. Dann werde ich mich mal dorthin auf den Weg machen. Glaubst du etwa, die haben ein Flugzeug im Wald? Ich weiß nicht, was das sein könnte. Aber wir werden der Sache auf den Grund gehen. Los, packt alle eure Sachen zusammen. Obwohl, wir machen dieses Mal keinen so großen Aufstand. Wir dürfen da nicht mit viel Kavallerie ankommen. Okay, dann machen wir das alleine. Phantom, komm, wir verschwinden und nehmen Langfinger mit. Wir kümmern uns alleine darum. Okay, Langfinger, komm mit. Wieso? Was gibt es denn? Wir haben ein Flugzeug geortet. Es befindet sich in der Nähe vom Wald. Wahrscheinlich ist dort der Clown. Vielleicht ist dort auch sein Chef. Wir werden uns dorthin auf den Weg machen und dann nehmen wir sie fest. Aber bewaffnet euch gut. Ich denke, wir werden auf Widerstand stoßen. Aber wir gehen alleine, wir gehen zu dritt. Wir kriegen das hin. Okay, machen wir. Dann nichts wie los. Ich werde den vom Himmel runterholen. Okay, dann nichts wie weg hier. Verdammt, hast du das gehört? Sie wollen das Flugzeug im Wald kriegen. Ja, oh nein, der Chef ist dran. Und wir gehen hinter Gittern. Verdammt, das kann doch nicht sein. Die haben doch gesagt, sie haben alles geplant. Hahaha, ihr dachtet wohl wirklich, ihr hättet eine Chance gegen uns. Gegen uns hat niemand eine Chance. Wir haben bis jetzt jeden Verbrecher geschnappt und euren Clown und euren Chef, den kriegen wir auch noch. Ich würde sagen, wir bringen sie in die Zellen. Ja, genau. Alle aufstehen. Sie bemerken nicht, dass ich nicht dazugehöre. Ich kann verschwinden, nur weil ich die Polizeiuniform noch anhab. Perfekt. Du hältst es doch nicht echt wahr wirklich für so doof, oder? Verdammt. Oh Mann, immer derselbe Trick, den die Verbrecher versuchen. Los, geh. Lauf ins Gefängnis rein. Okay, okay. Mann, ich hätte gedacht, ich entkomme. Okay, sie sind weggesperrt. Perfekt. Ich will hier raus, bitte. Ich kann nicht mit zwei Männern in der Zelle bleiben. Das hättest du dir früher überlegen müssen, als du kriminell geworden bist. Dir ging es so gut bei der Polizei, du hättest nichts machen müssen, aber du wolltest es so. Bitte, Michael, bitte lass mich raus. Ich mache auch, was du willst. Nein, du bleibst hinter Gittern. Und deine Polizeiuniform, die wirst du morgen auch noch abgeben müssen. Ja, komm, lass den in Ruhe. Wir kommen hier schon irgendwie wieder raus. Ich glaube, ihr habt's immer noch nicht gerafft. Wir sind hinter Gittern. Hier kommen wir garantiert so schnell nicht mehr raus. Oh Mann, was stimmt nur mit euch nicht? Aber den anderen über uns, den kann es anscheinend nicht besser gehen. Ich will raus hier. Oh Mann, ich will raus aus dem Gefängnis. Ich bin SEK-Beamter. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Gute Frage. Aber ich sag's mal so, jeder lernt aus seinen Fehlern. Ach, ganz ehrlich, das Bett ist eigentlich ganz bequem. Aber wir haben nur ein Bett. Was denkt ihr denn, wer da drauf schläft? Du garantiert nicht. Ich werde es mir hier bequem machen. Wir wechseln uns ab. Mal ich, mal er, mal ich, mal er. Oh Mann, ich will hier raus, bitte Sabine, bitte lass mich frei. Nein, ihr bleibt jetzt erstmal mehrere Monate, Jahre hier hinter Gittern, bis ihr euren Gerichtsprozess hattet. Und wenn dann entschieden wurde, was mit euch gemacht wird, dann können wir gucken, wo ihr hinkommt. Deine SEK-Uniform musst du morgen auch abgeben. Ja, das war mir schon bewusst. Ja, dann wünsche ich euch jetzt noch eine gute Nacht. Bitte, kriegen wir noch was zu essen? Nachher vielleicht noch. Das kann's doch jetzt echt nicht sein. Wir sind hinter Gittern. Der Clown hat gesagt, wir kommen hier niemals rein. Wieso haben wir ihm geglaubt? Immer dasselbe. Wir hören immer darauf, wenn wir nur Geld haben wollen. Oh Mann, das war doch schon wieder so nötig. Ah, jetzt ist es soweit. Wir stecken hier fest und der Clown hat uns im Griff. Na toll, das hätte auch besser laufen können. Endlich mal wieder ein erfolgreicher Auftrag. Ja, das sehe ich auch so. Perfekt. Ach, Michael, ich bin so froh, dass ich dich habe. Und ich bin froh, dass ich dich habe. Hoffen wir mal, dass Robin nun diesen Clown und den Anführer hinter Gitter bringt. Ja, aber er hat ja gute Unterstützung von Phantom und Langfinger. Mal schauen, ob das alles klappt. Ich bin jetzt mal in Gedanken bei Ihnen. Ich auch. Ihr wisst, was ihr zu tun habt, oder? Ja klar, na klar. Das wird auch alles funktionieren. Macht dir keine Sorgen, Chef. Wir entkommen gleich. Und einer von uns wird vielleicht Ärger bekommen. Aber nur einer von uns.
Ich will keinen Ärger bekommen. Ich will keinen Ärger bekommen. Den bekommst du auch schon nicht. glaub mir, alles wird gut. Ich verschwinde wieder. Ich will mir endlich was anderes anziehen. Dieses Kostüm geht ja mal gar nicht. Wir sehen uns in ein paar Tagen. Genau, wir sehen uns in ein paar Tagen und dann geht's los. Auch wenn das Ganze jetzt von vorne anfängt. Es wird jetzt erstmal ein bisschen abkühlen und dann tauchen wir irgendwann wieder auf. Mit dem richtigen Plan, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Genau, und jetzt mach, dass ihr hier wegkommt. Weißt du, wie man das Ding fliegt? Na klar weiß ich das, das kriege ich hin. Keine Sorge, ich habe ja zum Glück einen Flugschein. Sehr gut. Glaub mir, ich glaube, Robin ist auch schon auf dem Weg hierhin. Begib dich in deine Startposition und dann, wenn sie kommen, dann machst du den Abflug und sie werden eine böse Überraschung erleben, wenn du weißt, was ich meine. Ja, klar werde ich das. Hoffentlich kriegen sie mich aber auch nicht. Das wird nicht passieren. Das ist ein klasse Flugzeug. Keiner wird uns kriegen. Verdammt, hier wurde ich hingelenkt, aber hier ist kein Flugzeug. Was machen wir denn jetzt? Funk nochmal die Zentrale an. Robin, für Tower bitte kommen. Von wo kommt das Signal von dem Flugzeug? Es ist bei euch in der Nähe. Schick mir mal den Standort. Einen Moment. Oh nee, das ist ein bisschen weiter weg. Ihr müsst an die Lichtung. Da ist in der Nähe, wie soll ich es euch beschreiben? Ich weiß, wo das ist, keine Sorge. Wir kommen schon noch dahin. Okay, da müssen wir da vorne lang. Alles klar, Tower, vielen Dank. Schick mir bitte den Standort auch mal auf mein Gerät. Mach ich, der Standort ist geschickt. Okay, perfekt. Wir müssen weiter, kommt. Da vorne muss irgendwo das Flugzeug stehen. Alles klar, jetzt kriegen wir ihn. Mein Auftrag war nicht beendet. Ich sehe den Clown. Aber alleine traue ich mich nichts gegen ihn zu machen. Okay, dann verschwinde jetzt. Mach ich. Da drüben ist jemand. Darum kümmere ich mich. Oh, verdammt. Nicht sie weg hier. Der macht mich bestimmt fertig. Der ist doch ein Psycho. Der ist verrückt. Und Abflug. Auch wenn das ein Wasserflugzeug ist. Irgendwie kriege ich es schon zum Starten. Wir hatten keine andere Möglichkeit. Maschinen anwerfen. Dann wollen wir mal gucken, wie sich das Ding bewegt. Kann das auch auf dem Boden fahren? Ja, es rollt. Sehr gut. Kommt schnell. Da vorne ist der Clown. Er hebt gerade mit dem Flugzeug ab. Was? Okay, wir kommen. Wo lang? Folgt mir, kommt. Verdammt, er entkommt. Nein, wir bekommen ihn. Noch ein kleines Stück. Da vorne um die Ecke ist es. Ihr wart ganz nah dran. Oh Mann, da vorne ist der Flieger. Okay, ich muss starten. Dann hebe ich mal ab. Oh, ich krieg's hoch, jawohl. Achtung, er fliegt ganz dicht über uns drüber. Wow, das Flugzeug fliegt aber nicht so, wie es soll. Oh Mann. Er scheint Probleme mit dem Flugzeug zu haben. Los, schießt auf den Tank und auf die Tragflächen. Dann kommt er wieder runter. Jawohl, der Flieger geht runter. Nein, das kann doch nicht sein. Der Plan. Nein. Verdammt. Bruderherz, komm raus, du bist umstellt. Ja, komm raus oder wir ziehen dich raus. Ja, es ist vorbei. Wir haben dich. Nein, mein Rücken. Moment, der redet ja ganz anders. Das ist bestimmt wegen dem Aufprall. Ja, das ist bestimmt wegen dem Aufprall. Wir sollten ihn rauszehren. Okay, Phantom, machst du das? Ja, ich hole ihn hier raus, keine Sorge. Ihr seid wirklich wieder drauf reingefallen. Moment, warum redet der so komisch? Ja, Bruder, warum redest du so komisch? Ach, Langfinger, ich bin nicht dein Bruder. Ich bin einfach nur wie der Clown geschminkt und verkleidet. Der Clown ist wieder in der Stadt, aber ihr wisst nicht, wie er aussieht. Oh Mann, ihr könnt mich ruhig festnehmen, aber den Plan könnt ihr nicht aufhalten. Was? Das glaube ich ja jetzt nicht. Wo ist mein Bruder? Sag's mir jetzt sofort, sonst endet das für dich nicht gut. Langfinger, mach langsam. Wir regeln das schon, wir kriegen ihn noch. Phantom, ich bitte dich ja nicht gerne um so einen Gefallen, aber kannst du es für uns herausfinden? Klar. Dann lasst mich jetzt mal kurz mit diesem jungen Mann hier alleine. Gleich wissen wir, wo der Clown ist. Okay, sehr gut. Dann hör mir mal gut zu. Du bist nicht der Erste, der denkt, dass du uns nicht verraten kannst, wo er ist. Ich kann auch eine andere Technik anwenden und dann werden wir es herausfinden. Da kannst du dir sicher sein. Ich kann euch nur eins verraten. Bitte, Phantom, mach mir nichts. Ich gebe hier schon auf. Er ist als Arzt im Moment verkleidet. Er hat meine Sachen an. Er ist also als ein Arzt verkleidet. Ja, aber er könnte sich auch jederzeit umziehen. Ich habe keine Ahnung, was er vorhat. Und sein Chef ist als Weihnachtsmann verkleidet. Was zum Teufel? Okay, wenn das nicht stimmt,
Gnade dir Gott, er ist als Arzt verkleidet. Okay. Zentrale, jeden Arzt in der Stadt festnehmen. Okay, sehr gut. Dann haben wir ihn gleich. Ja, das wird garantiert der Fall sein. Außer er hat sich schon wieder umgezogen. Und wir kriegen auch bald eine neue Ausstattung, eine neue Ausrüstung. Und dann soll sich mal einer mit uns anlegen. Unsere neuen Uniformen werden der Wahnsinn. Da bin ich ja mal gespannt. Und ich mache mich jetzt auf die Suche nach einem Arzt, dem ich den Hintern versohlen kann. Mein Bruder, ich krieg dich. Du wirst diese Stadt nicht ungestraft verlassen. Da kannst du dir sicher sein.